Warum Frauen Ohrringe tragen. Es gab einmal eine Zeit, da legten die Frauen weder Ohrringe an, noch sonstigen Schmuck am Ohrläppchen zu tragen, wie heute. Wie es dazu kam, dass die Frauen anfingen, ihre Ohren zu schmücken, erzählt diese Geschichte. Es gab einmal eine Frau, die hoch geehrt war in der Königsstadt. Sie war die erste Gattin des Herrschers. Zufrieden und behütet lebte sie am Hofe, umgeben von Dienerinnen, ohne Zahl und im Reichtum aller Schätze der Welt. In ihrer Einfalt glaubte sie alles, was die Männer ihr einflüsterten, und nicht selten kam sie durch ihren Leichtsinn in Schmerz und Sorge. Der König war traurig wegen der Leichtgläubigkeit seiner Gattin. Lange dachte er darüber nach, wie er sie zu größerer Besonnenheit bringen konnte. So verfiel er auf eine List. Er ließ von seinen Goldarbeitern Ohrknöpfe anfertigen, geschmückt mit den herrlichsten Edelsteinen. Die schenkte er ihr. Sie sollte sich die Oberläppchen durchstechen lassen und ihren neuen Schmuck anlegen, damit sie noch hübscher aussehe. Damals war es noch nicht üblich, am Ohr Schmuck zu tragen. Deshalb war die Königin doppelt stolz auf die Gabe des Königs. Sie ließ sich die Oberläppchen durchstechen, legte die Geschmeide an und sah, dass sie noch schöner geworden war. Aber sie war nicht nur schön, sondern auch klug. Sie ahnte, warum der König ihr die Ohrringe geschenkt hatte. Aufhören sollte sie damit, allen Einflüsterungen zu folgen. Von Stund an ließ sie ab von ihrem Leichtsinn. Wenn jemand kam, um sie zu betören, so bewahrte sie sich wohl. Niemanden ließ sie mehr ihre Ohren flüsternd nahe kommen. Seither tragen alle treuen Gattinnen Ohrschmuck. So ist es geblieben, bis heute.